So, liebe Leute, es ist mal Zeit für eine Ansage. Es gibt eine Minderheit, die meint, dass es okay wäre, hier öfter mal unter den Videos Kritik an den Videotiteln zu äußern, auch wenn die Mehrheit da ganz anderer Meinung ist. Warum Trollen hier unter den Videos, und nur darum geht es, überflüssig und sinnlos ist und ich mich über konstruktive Kritik wirklich freue, das jetzt in Klicks um Science and Fiction. Herzlich willkommen. Erstmal ein Riesendank an alle, die den Kanal unterstützen. In den letzten Wochen ist er wirklich komplett durch die Decke gegangen und hat alle Rekorde gebrochen. Bis zu 3,5 Millionen Views im Monat, das ist absolut der Hammer. Und das für einen Bildungs-, für einen Wissenschaftskanal, unglaublich. Ja, gestern gab es Kritik an dem Videotitel, ich kann ihn noch auswendig, drohende Asteroideneinschläge, das wird passieren. Und an diesem Titel gab es Kritik, ehrlich gesagt, dafür gibt es überhaupt keinen Grund. Warum? Ganz einfach, es drohen Asteroideneinschläge und sie passieren, siehe 2013 Chelyabinsk. Und zweitens, im Video habe ich eine Studie erläutert, die die Konsequenzen aufzeigt, wenn ein solcher Asteroid ins Meer stürzt. Was ist also an dem Titel falsch? Ich kann es genau sagen, nichts. Er stimmt zu 100% mit dem Inhalt überein. Da gäbe es andere Titel, über die man diskutieren könnte, was nicht heißt, dass sie falsch sind, aber man könnte über sie diskutieren. Bei diesem Titel nicht, einfach nicht. Da scheint es aber Leute in Alarmstimmung zu geben, die bei jedem krassen Titel wie ein pavlovscher Hund reagieren und unbedingt drunter kommentieren müssen. Das ist aber mal einfach nicht okay. Die Kommentarrubrik gehört zum Video und ich lasse dort Kommentare zu, auch kritisch-konstruktive, die den Inhalt voranbringen. Alles andere gehört da nicht hin. Und ich werde solche Kommentare, wie gesagt, es geht um Trollen, in Zukunft noch konsequenter löschen und in krassen Fällen auch die Leute bannen, die die Funktion zum Trollen nutzen. Das ist einfach nicht okay. Und ja, wen die Titel stören und wer nicht verstanden hat, warum sie so sind, ja, ihr könnt den Kanal gerne deabonnieren. Das ist vielleicht für alle besser. Wir machen hier nämlich krasse Videotitel, wie es auch in der Kanalbeschreibung schon länger steht, um auch Leute, die sich nicht so für Wissenschaft interessieren, dazu zu bewegen, die Videos zu schauen. Und der Erfolg gibt mir recht. So viele schreiben mir unter den Videos. Wegen dir habe ich Leistungskurs Mathe gewählt oder ich bin in Physik von 4 auf 1 gekommen oder letztlich von einem Mädchen. Wegen dir studiere ich Physik. Bam! Das ist der schönste Lohn, den ein Kanal bekommen kann und Kommentare wie, das ist ja wie in der Bild-Zeitung, bestätigen da nur meine Bemühungen und sind ein großes Lob. Denn was viele vielleicht nicht wissen, die Inhalte in der Bild sind zu einem erheblichen Teil Müll, aber für die Überschriften beneiden sie viele Journalisten und Journalistinnen. Die Bild-Zeitung hat nämlich die suchmaschinenoptimierte Schlagzeile in den 50er Jahren erfunden, als sie die Leute, die an den Kiosken vorbeigingen, catchen musste. Natürlich muss der Titel auch zum Video passen und das Video darf danach nicht enttäuschen. Und wenn es da Kritik gibt, und das wissen alle, setze ich sie auch immer sofort um. Aber wenn der Titel 1:1 den Inhalt wiedergibt, dann läuft jede Kritik in diese Richtung ins Leere. Vielleicht entspannt sich jetzt mal der ein oder andere oder die ein oder andere und denkt mal darüber nach. Ansonsten hier jetzt ein Video, was YouTube für jeden von euch individuell ausgesucht hat. Also unbedingt draufklicken. Ansonsten bis dann, bleibt dran.